Kies und Kreis und Kies und Kreis und Kies und Kreis im Wald. Flugzeug stürzte ab und Kies und Kreis sind jetzt im Wald. Alle tot und nackte Menschen, Blut verschmiert im Wald. Kies und Kreis und Kies und Kreis, ja, die sind jetzt im Wald. Kies und Kreis, ja, Kies und Kreis, ja, die sind jetzt im Wald. Oh Mann, wir wissen nicht, ob Kyle noch lebt. Das Einzige, was wir hier machen können, ist uns ein fröhliches Lied auf den Lippen zergehen lassen. In der tiefen, dunklen Höhle berührte er mein Priesterkreuz. Es war im Ferienlager und nicht alle Pater waren keusch. Er kam in mein Zelt und wollte sich nur wärmen. Doch dann begannen wir, uns zu lieben unter den Sternen. Ich muss sagen, deine Kindheitstraumata hier aufzuarbeiten ist schon, ich weiß nicht. Keine Ahnung, es ist komisch. Es ist echt komisch. Der Pater hatte einen Cowboy-Hut auf. Kannst also, du ich weiß ja nicht. Kannst du dem Cowboy-Hut widerstehen? Ja, ja, ich kann dem Cowboy-Hut widerstehen. Oh aber, Gott! Aber nicht, wenn er noch einen Schnurrbart hat. Aber nicht, wenn er noch einen Dirty Sanchez hat. Ich sehe halt leider nichts. Ich wollte mal das Gewehr ausprobieren. Ja, siehst du nicht meine Fackel? Leuchte ich nicht für dich? Leuchte ja, doch, aber nicht beide? So, ich nicht so weit in die Höhle rein. Siehst du ihn jetzt? Spotter! Boah! Ich glaube, es hat ihn aber nicht so hart interessiert. Na, der hat gesessen. Das hat so ein Zielfernrohr auch. Aber ich sehe es nicht mehr. Schieß aber mal die fressen mich hier. Hier, siehst du den? Der hängt ein bisschen. Die gute alte Gausenachs. Die gute alte Gausenachs. Warte, ich muss mir ein bisschen wieder Fleisch anlegen. Wir haben ein bisschen Fleisch geraubt. Aber hier ist noch Fleisch dran. Na, stich rein. Oh, da kommt noch einer. Oh, was macht der denn jetzt? Hallo, wir nehmen hier gerade die Lippchen deiner Oma ab. Hallo, wir naschen gerade die Gausen deiner Oma. Weißt du, hast du gerade diese Bewegung gesehen, wo er so die Hände so hoch nimmt und dann so macht? Weißt du, das ist genau so, ja, genau so sehe ich aus, wenn ich Essensreste von auf so Tellern, die in der Spüle sind, berühre. Aber ich habe gedacht, also einmal hast du gesagt, das wäre so die eiserne Notreserve, weil du dich auch mal davon ernährt hast, über Wochen. Ja, manchmal dann wie so ein Kolibri lippel ich dann so ins Waschbecken rein, weißt du? Kann es sein, dass du voll bist mit den Dingern? Ja, ich bin voll mit den Dingern. Ich habe doch hier die goldene Hermannsrüstung. Ach so, du hast ja den goldenen Hermann an, ne? Ja, aber du schützt auch nur, glaube ich, gegen die. Da gab es irgendwie auch so eine Hermannsregel. Oder so, ich weiß es nicht mehr. Aber ich glaube, Hermanos goldene Hermannsrüstung. Nee, du verlierst nur allgemein weniger HP. Also ich verliere dann HP, wenn die mich treffen, aber weniger offensichtlich. Hier kannst du Bretter einkloinken. Hermann! Oh. Hermano, aber da unten, das letzte Brettchen. Genau an so einem Brett habe ich mir einen Fuß gebrochen. Ja, an so einem Glitschbrett. Aber es ist auch so dieses, ne, so Schicksal fragt sich, welche Knochen brechen wir ihm denn eigentlich so im unteren Bein? Ja gut, Sprunggelenk, Wadenbein, Schienbein, gibt's noch mehr? Nö, man muss ihn halt maximal verkrüppeln, damit es halt so schwierig wie möglich ist. Die wollten dich halt ausschalten. Ich habe auch so wie kann man denn so auf die Fresse fallen, frage ich mich. Ja, das liegt daran, dass du über deinen Lebensstil und über den Mangel von Chemie-Hotdogs halt auch sehr weiche Knochen hast. Ja, ich muss einfach mehr für immer Käse kaufen. Du brauchst mehr für immer Käse und halt synthetisches Hotdog-Fleisch. Wenn ich irgendwann mal aufgebahrt werde irgendwo, dann werden die Angehörigen sagen, ach, den haben sie aber gut konserviert, der ne, ist schon 2 Wochen her. Jetzt sagen nö, wir haben gar nichts konserviert. wir brauchten da gar nichts reinmachen, der bleibt so. Ja, ich habe gehört, Bill Gates lebt ja auch nur wegen diesen Rewe-Hotdogs. Nur deswegen ist er so frisch noch. Wenn sie irgendwann mal so Grabräuber denken sich, oh, weißt du, das ist aber ein bisschen, der ist erst letzte Woche gestorben, dann gucken sie drauf, nee, guck mal, ist schon 16 Jahre her. Oh, das sieht aber immer noch frisch aus, so. Als hätten sie ihn gerade eingepackt. Auch gar keine Maden oder Getier oder nichts, ne? Alles hält sich fern von dir. Ja. Weil es halt auch toxisch ist. Dein Fleisch ist wahrscheinlich für normale Lebewesen giftig. Alter, er macht hier so einen Balzruf. Einen Lipizzaner Balzruf. Früher war er mal schwarz. Ja, aber dann ist er hier reingegangen. Die Milchhöhle, die Gausenhöhle. In den Milchkanal ist er eingedrungen. In den Milchkanal ist er eingedrungen.
Ich fände das voll. Gibt's in Deutschland Straßen, die Milchstraße heißt? Ich meine, wie geil wäre das so? Du rufst irgendwo an so und dann. Ja, okay, dann sagen sie mir mal ihre Adresse. Ja, in der Milchstraße 7. Wollen sie mich verarschen? Nein. Wie heißen sie denn? Ja, Mustermann. Ja, jetzt kommen sie aber. Nein, wirklich. Stell dir vor, du heißt wirklich Mustermann. Max Mustermann, der Milchstraße 9. Ja, ich bin Max Mustermann in der Milchstraße. Ne, komm, also. Ne, ja, jetzt verschwenden sie nicht meine Zeit. Hier kannst du noch Gebein und sowas mitnehmen. Das brauchen wir dann später für unseren Sofa. Weil es ja noch Platz irgendwie herrscht. Wie mit Schimmelarm oder was? Ja, brauchen wir ja dann. Nee, oder? Fürs Sofa brauchst du doch. Dran? Ja, das ist egal, ob Schimmel oder nicht. Das Sofa kennt da nichts. Babyflip! Achtung! Babyflip. Ich hab mir immer dem einen Baby die Füße verbrannt. Voll weird. Babyflip. Weird! Alter, El Poros! El Poros, El Babos! Oh, cool. Guck mal, dieses Baby brennt, aber stirbt nicht. Jetzt. Wir sind ja schon ziemlich lange hier in der Höhle und wie du diese Babys anzündest, oh, ist hier. Schon scharf. Na, das glaube ich dir, ne? Das ist schon ein Date-Kriterium. Was können sie denn gut? Oh, ich kann gut Babys anzünden. Früher Red Flag. 2024? Naja, gut, jeder darf sich ja ausleben, ne? Und warte mal, hier geht's weiter. Sind wir von hier gekommen? Weil hier ist mehr Gold. Hier ist noch ein Baby. Ein Rotflacken-Baby. Die ist auf dem Haufen, auf den Gebeinen seiner Großeltern suhlt. Ich muss erstmal hier so eine Limo mir reinpeitschen. Oh, ich brauche auch eine Limo. Jetzt, wo du sagst, trinke ich doch mal hier. Ich brauche erstmal so einen fröhlichen Spreckler. Schön mit Taurin, B12, all die gesunden Sachen. Ja, so eine Spreckelmann Ultra, ne? Ja. Alter, hier liegen einfach mal ein paar Arschbacken rum. Alter, yo. Ja. Wir haben nur den unteren Teil behalten. Für den hatten sie noch Verwendungszweck. Pobacco to go. Von hier sind wir gekommen jetzt. Ja, ne? Pobacco, ja. Das ist auch so eine Marke von Kreis Industries. Ja, ich rauche abends so schön Pobacco. Oh, richtig schön Virginia. Den guten Virginia Pobacco. Ja, wir müssen, glaube ich, jetzt hier in die Pütze rein. Wir kommen hier nie wieder raus, ne? Also, in den nächsten 40 Folgen. Höhle. Sons of the Cave. Guck mal, wir gehen wieder weiter runter. Alter, was ist das denn bitte für eine Höhle? Es nimmt nix Ende. Ich glaube, diesen ganzen Berg, den wir hochgeklettert sind, schwimmen wir halt jetzt innen wieder runter. Ja. Ja. Das ist wahrscheinlich, ja. Hey, ich komme ja nicht durch, ist irgendwie zu eng. Kommst du da durch? Muss man doch irgendwie, oder? Ja, was? Jetzt, an der Kante musst du so ein bisschen an der Seite flutschen. Na, hier hängen halt wieder so ein paar Dudes. Aus den alten Rallye kriegen. Aus den alten finnischen Rallye kriegen. Oh, guck mal. Johnny Kalkast. Hier sind Kisten. Kannst zerkloppen. Was ist Johnny da hinten? Johnny Cass. Johnny Cass Cop. Hier für den Hans Cass Cop und die Cass Cop Restaurant. Wir sind übrigens irgendwo offensichtlich an irgendeinem Dosenöffner vorbeigerannt, ne? Ach so, ja, aber das ist ja auch voll schwer in dem Spiel. Ich will gar nicht wissen, was wir da unten vielleicht alles übersehen haben. Vielleicht gab es da unten irgendwie auch den goldenen Schnatz oder sowas. Oh, Luft! Freiheit! Natur! Boah. Yo, Alter. Wo sind wir? Wahrscheinlich jetzt wieder kurz vor zu Hause. Nee, wir sind wirklich auf der falschen Seite der Insel rausgekommen. Das ist jetzt nicht so gut. Das ist jetzt nicht so gut. Krass. Wir sind wirklich einmal durch den kompletten Berg jetzt gelatscht. Kaum zu glauben, aber wahr. Wir müssen jetzt eigentlich hier rum. Wir müssen ja auf die Rückseite. Ja, wir hätten vielleicht GPS-Sender an die Dinger machen sollen. Und ja, hier ist die Heimat. Stimmt, an die Gleiter hätte man GPSen. Ja, aber da drüben wartet uns ja auch ein Golfauto. Aber dann waren wir in Gim of M und dann waren wir in der Höhle, wo wir jetzt drauf zulaufen. Da waren wir dann nicht. Doch waren wir denn nicht auf dem Weg hoch? Ich weiß es nicht.
Nee, die Ölfässer ist ja von Kreis Industries. Nice. Da unten ist auch ein Beach, ne? Anderswelt Beach. Long Beach. Ich war zu Hause, 2 Tage an die lange Strand. Ich war daheim an die lange Strand. An die lange Strand. Großpater Stikolek hat gesagt, nein, Stikolek. Er hat gesagt, in die Frau mache ich keine Stiko und kein Leck. Ich habe früher als junger Mann sehr viel gediepfrottet. Ich bin Stikolek. Ich bin Dorfeselprügler von Extraordinär. Früher war er bekannt als der beste Eselprügler. Ja. Und Hasenverdrescher. Er hat sich früher immer mit den Hasen im Stall gekloppt und hat die Esel gechoked bei Nacht. Kann man nur nachts machen. Esel sind sehr scheu, die kann man nur nachts würgen. Ja. Nee, Tagwürger ist. Ja, aber was hat das für einen Sinn, ihr Job? Ich meine, sie würgen Esel bei Nacht. Was haben die Tiere davon oder das Dorf? Ja, sie werden stärker. Glaube ich nicht, nein. Guck mal, das ist alles hier so richtig eine fiese Bergregion, ne? Ja. Wird das jetzt schon wieder hier so ein. Beim letzten Mal hat es auch so angefangen und auf einmal. Nee, wir gehen diesmal so an der Seite rum. Da ist doch so eine Höhle, bei der wir noch nicht waren. Ja, aber wieso wir müssen jetzt halt 3 Kilometer wieder runterrutschen. Ist das normal oder soll ich weiter oben bleiben? Nee, weiter oben bleiben, so wie ich. Du musst einfach da bleiben, wo ich bin. Ja, du bist aber nicht oben geblieben, du bist ja runtergerutscht gerade. Ja, nee, wir müssen ja erstmal. Wenn du M hast, siehst du ja die Höhle. Die ist ja irgendwie in dieser Grünmulde. Wir müssen halt auf die Rückseite. Wir müssen da, wenn du ganz rauszoomst, da wo es blinkt, da müssen wir hin. Das ist halt noch a very long way to the top, wie man so schön sagt. Deswegen esse ich jetzt auch erstmal so eine Energiemischung. Die brauche ich jetzt. Erstmal so eine Kraftmischung aus verschiedenen Antioxidantien und Kamelgrassäften. Ich brauche Stimulantien im Blut, sonst schaffe ich den Ritter nicht. Nimm dich in Acht da vor den Stimulantien. Ja, aber das zählt nur für Robins, weil die haben wenig Körpergewicht. Der war schon recht dürr, ne? Ja, das war eigentlich ein kleiner Bub. Robin sein ist auch echt kacke, weil Batman hat ja voll den Robin verschleißt und alle Robins enden ziemlich mies. Ja, leider. Das ist wie, der Kameramann überlebt immer, ne? Also, naja. Du musst schon irgendwas filmen, weil das Schicksal will, dass es im Internet landet, lässt es dich überleben. Ja, du musst eigentlich, wenn du als Robin überleben wollen würdest, bräuchst du eigentlich eine GoPro an der Stirn. Ja. Der Schlimmste war ja hier Todd. Der war ja der schlimmste Robin. Der wurde ja hier von Ra's al Ghul irgendwie wiederbelebt, wahnsinnig, musste als untoter Ghul. Den hat's richtig mies erwischt. Richtig mies, ne? Joker hat ihn umgebracht. Ja. Und dann gab's hier noch den Nighthawk, ne, hieß er dann? Der aus Nighthawk, der Zirkusfamilie, ja. Zirkusfamilie, genau. Glaube ich. Ich habe jetzt das erste Mal. Dick Grayson, genau, Dick Grayson. Dick Grayson. Ich habe jetzt das erste Mal in meinem Leben was von dieser Dings gehört und habe mir das direkt mal reingezogen hier, weil dafür ein Spiel announced wurde und ich gar nicht wusste, dass das existiert. Weil man kann ja auch nicht alles mitkriegen. Aber von den Ninja Turtles, diese The Ronin-Geschichte oder so. Ja. Wo quasi alle Ninja Turtles verrecken, nur der eine überlebt so und hier ist doch die Höhle, du bist dran vorbei. Ich bin doch drin. Ach, du bist drin. Oh, hier ist wieder was Spannendes. Und das ist ja voll. Oh, was ist das denn? Oh, warte, ich weiß es nicht, ich bin noch nicht drin. Was ist das? Ist das eine Falle? Ist das irgend so eine Spiky Jones Explosionsfalle? Das könnte sein, ne? Es ist irgendwie was. Duplizieren sich gerade die Speere? Wenn immer mehr. Oh, ist aber nicht schlecht. Das kann man brauchen. Da werden sich die Wilden freuen, wenn wir denen das zeigen. Da werden sich die Wilden aber freuen. Oh, ey, ich war da gerade am Kisten aufschlagen und du stellst dich. Ja, hier ist doch noch eine. Hau doch drauf. Da hinten. Wie bei mir? Ach, da hinten. Noch mehr Seile brauchen wir. Noch mehr Seile und Dosen. Ach, wenn es nur Dosenöffner gäbe auf dieser Insel. Eigentlich kannst du ja auch mit dem Stein aufkloppen, wenn es ums Leben und Tod geht, oder? Ach, hier mit dem Messer und mit der Axt und so. Ja, okay, wir haben eine Axt, stimmt auch wieder. Im Inventar. Nimmst du hier so einen Bolzen von der Armbrust, schlägst einmal ein Loch oben rein und kippst den Scheiß aus. Ne, also. Ja, aber du wirst an deine süßen Dosenpfirsiche nie rankommen.
Nee. Du wirst an Skorbut wirst du sterben. Ja. Weil du nix haben, Öffner für die DOS. Ich glaube, Dosenöffner ist auch irgendwie so eine sexuelle Anspielung des Spiels. Ja. Guck mal, da unten sind ja so abgespaltene kleine Inseln. Und da habe ich damals diese großen Schildkröten gefunden. Da waren die. Aber du kannst nur einen Panzer tragen. Ist auch irgendwie total lächerlich. Weißt du, kannst nur einen Panzer tragen. Also wenn man zwei Wasserbecken machen will, müsste man zweimal dahin. Oh Mann. Aber gut, wir sind ja zwei Leute, also. Ja, Glück gehabt, ne? Ja. Ja, bis du aus dem Krankenhaus entlassen wirst, da ist es ja eigentlich auch schon wieder Februar, dann kommt halt schon die Vollversion, ne? Das ist eigentlich jetzt nur das Vorgeplänkel für die Vollversion. Ja. Und da machst du halt wieder hier die Action-News mit einem guten alten Kyle. Einen guten alten Kyle. Ich habe ja im Krankenhaus ein paar Tage Zeit, um darüber nachzudenken. Über mein Leben nachzudenken. Was ich mir selbst antue und ob das alles noch so Sinn macht. Zimmer 12, der Mann, der die Jingles schreibt. Ah, okay. Der Mann, der die Jingles schreibt. Jetzt bin ich bionisch. Ihr findet das sehr komisch. Lalalala. Als er aus der Narkose aufgewacht ist, hat er nur noch in Musical gesprochen. Er sprach in Musical. Ey, hier drüben ist irgendwie so ein... Oh, Vorsicht, die hat Gausen. Die hat freihängende Gausen, die da hinten. Die Musical-Gausen, oder was? Die hat Musik-Gausen, ja, Vorsicht. Die auf dem Meister. Die müssen wir abschießen mit irgendwas. Schieß die mit irgendeiner Waffe ab. Und der hat ein Gesicht von irgendeinem Typen an. Ja, haben die manchmal, ne? Von Niki Lauter. Ja, der ist so ein richtiger Niki. Wo ist die Gausen-Lady? Ist sie tot? Ja. Naja, jetzt glaube ich Freihängende, ne? Ich traue mich nicht hinzugehen. Habe ich den angezündet mit der Kettensäge? Nee, ich habe den mit der Fackel angezündet. Ach so, zünd lieber die Gausen-Lady an. Traue ich mich nicht hinzugehen. Du weißt, YouTube mag es nicht, wenn man... Vorsicht, da kommt die Kugel! Boah! Ich schmeiß eine Bombe! Weg da! Ich kann nicht, ich hänge im Zelt! Ist da was explodiert? Ich hab eine Bombe auf ihn geworfen. Warte, ich mach eine Fernverbrennung bei der Gausen-Lady. Guck mal, wie er hier gebückt ist. Guck mal, wie er hier gebückt ist. Lass mich kurz mit ihm allein. Ah, ich muss mir mal eine neue Blätterrüstung zusammenschustern. Ah, er hat hier so eine Tasche verloren. Ich habe auch voll viele Gucci-Bags, glaube ich, noch. Gucci-Bags. Boah, wie viele ich hab. Wo ist denn die goldene Rüstung? Hier drüben, ne? Captain Jolt. Ich habe auch richtig viel Gucci. Ich mach die mal auf, was da alles drin ist. Ja, das Tabletten sind voll die krassen Sachen. So. Tabletten, Muschelreste, Vicodin und Rotwein. Das ist eigentlich eher so die Handtasche von so einer Kim Kardashian, oder? Ja. Klebeband und Abführmittel. So stelle ich mir die Handtasche von Kim Kardashian vor. Schokoriegel, die sehen aus wie vom Super-Abenteuer-Club irgendwie. Meine Schokoriegel hat Hauptzutat Rohypnol aus irgendeinem Grund. Alright. Egal ob Ibuprofen, Propofol, Rohypnol. Hä? Hinter uns! Wow, da kommt eine Armee mit dicken Gausen! Dreh dich um! Oh Gott! Wow! Warum sind das so viele? Ich weiß es nicht. Gott. Ich hole irgendwas Sprengbares. Boah, die Roten. Die rutschen auch auf dem Bauch irgendwie rum. Boah, oh. Ich glaube, es hat nicht so viel gebracht. Armee. Nee, gar nichts hat es gebracht. Achtung, die hat richtig dicke Gauss. Nicht so nah ran, sonst kann YouTube die erkennen. Die hat richtig dicke die da. Die rollen wirklich. Die rennt mit ihren Schwinggaussen auf mich zu. Boah, die Shotgun haut alles weg, du. Guck mal hier, Shotgun. Bam! Oh! Hulk Smash! Ich hab den vollen Bobbes erwischt. Alle tot? Guck mal, da laufen die einem Wochenlang hinterher. Ja, klar, die kommen direkt vom Südstrand runter. Obwohl wir hier am Weststrand sind. Wo ist die mit den Gaussen?
Hier vorne. Aber die hat Blutgausen, glaube ich, jetzt. Na, hier habe ich eine schon mal verbrannt. Da musst du schnell verbrennen. Never trust the Gauss, ne? Wie aggressiv die waren, ne? Kommen die einfach so runter. Na, die hat auch so Blutgausen. So, die sind wir erstmal los. Die hat auch noch fette Gaussen, die da hinten. Ja, das ist eine Gaussen-Lady. Oder? Nee. Nee, das ist der Große da von vorhin. Ich verbrenne die trotzdem, weil ich traue denen nicht. Ich brenne die alle weg. Oh. Huh, wer ist das denn? Irgendwie so der Hupa-Pupa-Mann. Der Hupa-Pupa-Mann. Hast du erwischt? Hat sich ausgepuppert, du Sau. Alter, aber One-Shot, hä? Hier liegen auch noch so Rehkadaver und alles rum. Das Gewehr ist auch zum Jagen schon ganz geil, ne? Klar, wir können wahrscheinlich damit auch uns einen Hirsch oder sowas holen. Oder, ja, oder einen Elch. Im Norden gibt's Elche. Welche? Welche? Schöne Welche. Welche? Na, welche? Dicke Welche, ihr wisst schon. Mit Hawaii. Mit was? Hawaii? Na, mit Hawaii. Mit Hawaii, diese Knochen, der wächst aus dem Kopf. Das ist so eine komische, knochenähnliche Tumor. Hawaii. Du meinst Hawaii, ja, sag ich doch Hawaii. Ich sag doch Hawaii. So, hier machen wir, glaube ich, einen kleinen. Ah, so einen kleinen Reststopper, ne? Für die nächste Folge. Ja, müssen ist wir das, ja. Ist das da unten die Waldhütte, wo wir schon mal waren? Nee, ist eine andere. Okay. Wir waren noch nicht so weit. So eine alte Wanderhütte, verstehe. Gut, Leute, bewerten, kommentieren, beim nächsten Mal wieder mit dabei sein. Auf Wiedersehen und tschüss.